Willkommen zu einer weiteren Folge Phasmophobia. So, vielleicht schaffen wir es diesmal mal hier lebend rauszukommen. Ich zumindest. Ich überlebe dauernd. Ja, ich weiß, dass du auch überlebst. Oh. Also, dass Graven stirbt, ist nichts Neues. Das war in dem Spiel schon immer der Fall. Stimmt's, Schatz? Hab die Autoschlüssel. Bis jetzt tot. Mhm. Ich hab auch keine Temperatur, nichts, also. Ich guck jetzt mal, ob ich das Luigi-Board finde. Nein. Lass das Ding weg. Das Ding bringt mir Unglück. Ich hab keins. Du? Nimmst du bitte mit? Hab ich. Nein, bei dir wär's mir nie. Hast du in der Küche alle Schränke aufgemacht? Mhm. Ah? Bist du? Hast du eine Tür geöffnet? Nein. Bist du hier? Wo war die Tür? Die war für ihn auf. Welche? Kinderzimmer. Du hast ein Teddybär runtergefallen. Temperatur 1,5. Geht's wieder hoch, 3,1. EMF. Hm. 0,7 war hier. Okay, dann gehen wir raus und frisch noch. Warte mal, schwerfen wir das hier her. Da. Frag du mal. Ich will die Kamera holen. Stellen wir mal auf. Wo bist du? Bist du hier? Du sollst doch rausgehen. Ja, Bewegungssensor will ich aufstellen hier. Der redet aber nur mit mir, wenn ich alleine bin. Ja, schön für ihn. Die arme Sau. Boah. Wo bist du? Bist du hier? Wo bist du? Wo bist du? Ne, da redet nicht mit mir. Wir brauchen ein Räucherstäbchen. Und er muss durch Salz laufen. Aber ich glaube, drin ist auf jeden Fall. Wahrscheinlich. Das war ich.
Nee. Doch, doch. Das war ich nicht. Ah, er ist durchs Salz gelaufen. Ah, cool. Bewegungsmelder ist auch angegangen. Da ist ein Orb. Tatsächlich ist einer. Super, dann machen wir einen Orb. Machen wir schon mal Beweise. Geisterorb. Ich bringe nur die Räucherstäbchen mit. Und das Feuerzeichen. Ne, ich kann sie nicht Feuerzeichen nehmen. Weil ich will ganz kurz mal Gefriertemperaturen bräuchte man noch. Wenn es welche gibt. Oh, Pomme. Mehr haben wir noch nicht, ne? Das EMF hat noch gar nicht ausgeschlagen. Schmeiß mal kurz hier in den Raum. Mhm, bitte. 3,1. 2,9. Hast du ein Feuerzeug dabei? Nö, ich lass EMF-Modul. 3. Ich möchte Feuerzeug mitbringen. Wir kommen nicht an die Minusgrade. 1,2, 2,7. Schmeißt du mal hier eine Westkruz hier Feuerzeug, ja? Schreibe in das Buch. Tim Taylor. Nein, ja, Tim, der Heimwerkerkönig, ich weiß auch hier. Okay, wir haben alle Nebenaufgabe erfüllt. Dann krieg ich gerade die Tür auf. Ja, dann nimm nur die EMF und geh hin. Was denn? Ich hab's Hauchen gehört. Sag mal nicht, du bist tot. Ne, ich hab's Hauchen gehört. Ist doch nett. 0,5. 4. Schließe die Tür. Danke. Ich habe aber keine Fingerabdrücke. Schließe die Tür.
er jetzt wieder nicht. Öffne die Tür. Beweis, gell? Geisterorb. Schreib in das Buch. Gut, rein theoretisch hätten wir als Beweis auch dieser Bewegungssensor, aber. Nee, das gibt's hier nicht. Ich weiß, aber rein theoretisch. Nicht in diesem Spiel. Der war gerade irgendwie aktiv. Ja, ich weiß. Bewegungssensor ging wieder an. Wenn wohl Kamera so uff. Dass wir die Dots besser sehen. Geist, ich sah das, erschreckt mich bloß nicht. Taylor, der Heimwerkerkönig. Wo bist du? Du stehst mit einem dicken Bobs genau vor der Kamera. Ja. Ja. Ich habe in dem Dots-Teil einmal was gesehen. Und ansonsten nie. Sieht denn unser Sanity aus? Was noch okay? Ich hab 34%. Na du, aber meine ist okay. Ich warte noch mitnehmen. Hast du die Haustür zugemacht? Spinnt wohl. Oh, das Kruzi ist hier schon fast weg. Warte. Schreibe in das Buch. Da doch der Arsch auf. Bin ich erstmal gegen die Wand gelaufen. Das lässt. Ist ja auch nicht. Was wir den Buch machen. Ja, komm, dann schmeißt jetzt jeder von uns eine Sanity-Pille. Mhm. Und dann, ja, fahren keine wir Ahnung. Beweise. Wieso? Ist nicht. Da ist auch nichts zu sehen, oder? Also wenn ich jetzt mal auf EMF 5 gehe, weil das hat sich fast so angehört, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Du bist reich oder Barke? Ja. Und dann bräuchte man
Entweder noch Fingerabdrücke oder der DOTS-Projektor. Da ich im DOTS-Projektor eh nie was sehe, kannst du sogar sehen. Also, Gefriertemperatur kann man wegstreichen. Kriegen wir nicht. Geisterbox hat er auch nicht geantwortet. Geisterbuch auch nicht. Wir haben keine Fingerabdrücke. Wäre es rein theoretisch noch der. Benji, Reitschuh oder Barke? Beispiel für Benji, DOTS-Projektor, Geisterorb und Fingerabdrücke. Also, ich mache jetzt Folgendes: Ich mache dieses Teil auf die andere Seite. Diesen dappischen Dots-Projektor halt. Mann, nur, ich mache hier schon mal dieses blöde Kruzifix in den Raum rennen. So, friss das. Ist das 5? Ne, 3. Ich habe nichts gemacht. Das Projekt hier hin. Weil du laufst ja eh dauernd durch. Na, vielleicht schlappt er jetzt durch. Nee, dort können wir ausschließen. Der Bewegungsmelder geht an, aber an der tut sich gar nichts. Da wäre es nur Barke. Ja gut, dann nehmen wir den. Auch wenn ich das EMF weglasse. Obake. Okay, da haben wir die Obake. Komm, probieren wir's. Mehr schief gehen kann's nicht. Ich will nur überleben. Trommelwirbel. Was ist es? Yokai. Hä? Den hatten wir gar nicht auf der Liste. Okay, gut. Mal wieder verkackt. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Joey, viel Spaß beim Ansehen.